Wo wir gerade bei den Kunden sind, was machst du denn am liebsten? Bei den Kunden arbeite ich am liebsten, ja, am liebsten. Ich mag persönlich Camouflage in einem Ton, alle Nägel, easygoing gearbeitet, zu allem passend, zum Beispiel. Oder halt eine Full-Cover-Lackierung, zwischendurch mal ein Nagel wird designt oder ein Farbverlauf mit Glitzer und weißer Milky-Geschichte aufgebaut, so wie meine letzten Nägel zum Beispiel. Das mache ich gerne. Ich werde jetzt in Zukunft auch immer wieder einen Tag mal in der Woche planen, wo ich wirklich nur ein Modell Schaffst du arbeite. das auch? Ich versuche es. Also ich bin gespannt auf den Content. Auf jeden Fall abonnieren wir den Ja, Kerl. Es wird also interessant. ich versuche es auf jeden Fall, dass ich einmal die Woche wirklich nur Modell arbeite, geile Nägel mache. Hast du dann mehrere Modelle oder nur eins? Ich habe ein paar Modelle auf jeden Fall. Okay. Mal Ja, schauen, das ist ich. aber auch mal wieder schön, sich so in der Perfektion zu üben, ne? Man darf nicht. Es ist eine Zeit lang so gewesen, dass ich wirklich verfallen war, nur Kunden, 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 Kunden. Hatte 7, 8 Kunden am Tag und dann bist du erstmal fertig. Du machst deine Arbeit, vergisst aber, nein, die Perfektion ist immer drin. Bei jemandem, der Nägel macht, der denkt immer, boah, perfekt, coole Nägel, schöne Nägel hin und her. Ich selber, wenn ich ein Foto mache, sehe das nochmal in einer ganz anderen Perspektive. Die Perfektion, die geht dann noch weiter in die Tiefe. Und das vernachlässigt man. Oder meine Full-Cover-Lackierung, die nicht exakt bis vor die Nagelhaut gearbeitet ist, einen Millimeter Abstand hat. Und auf Fotos sieht man es direkt, ne? Sofort. Ja. Du siehst sofort alle Fehler. Also es gibt Ja. keine perfekten Nägel, sage ich mal so. Es gibt nur ansatzweise perfekte Nägel, die man gearbeitet hat. Und der Rest ist Photoshop. Ich wollte gerade sagen, also ihr dürft euch auf jeden Fall nicht irgendwie davon verrückt machen, wenn ihr Fotos seht oder wie auch immer, Genau. dass diese Fotos immer wieder mal überarbeitet werden. Das ist ganz normal in Und der dann sind Social Media Welt. das sind auch perfekte Nägel, perfekte Hände, die man da zu sehen bekommt und alles, ne? Und dann ist da nochmal ein Filter drauf und was weiß ich nicht alles. Also wenn es so viele gute Handmodells geben Ja. würde, ne? Also Handmodelle bekommen richtig viel Kohle als Modelle, wenn die für Maybelline oder für Got2b oder für Schwarzkopf irgendein Produkt in der Hand halten und die Nägel sind sehr geil gearbeitet, die bekommen richtig Kohle dafür. Also wenn es so viele davon geben würde, dann würde der Markt nicht so aussehen, wie er aussieht. Nein. Es ist viel bearbeitet. Ja, definitiv. Auch wenn man das so sieht, wie bei einer russischen Maniküre, darf man das heutzutage eigentlich noch sagen? Russische Maniküre, keine Ahnung. Smart Pediküre, Smart Ja, irgendwie Maniküre. sowas, ne? Wenn man da sieht, wie die mit der Lupe drangehen und die Nagelhaut da wegfräsen, das sind auch alles Nagelmodels Ja. und Handmodels, die Es ist werden vorher noch bearbeitet und keine Ahnung ja, was, also aber. 80% der Kunden, wissen wir alle, die haben halt nicht diese Finger, diese Nagelhaut, die man so wegmachen kann. Genau. Das Ergebnis am Ende, ja, das kannst du auf jeden Fall dahin arbeiten. Nur man darf sich nicht täuschen lassen von vielen Dingen, die man sieht im Social-Media-Bereich. Bin froh, dass ich mein Studio da schon nicht mehr hatte, wo dieses nach oben ging mit Instagram und so, weil ich weiß, die Kunden kommen mit Sicherheit mit einem Bild rein und wollen das dann genauso haben und. Ne? Ja, zum Glück ist es bei mir nicht so heftig. Ich habe vielleicht ein, zwei, drei Kunden, die sagen, kannst du mir diese Nägel in diese Richtung machen? In diese Richtung ist ja In schon mal diese gut, Richtung ist schon mal gut. ne? Wenn du Wenn ihr aber genauso genauso gibt es exakt, nicht. Genauso gibt es nicht. genau wie zum Friseur gehen, ich möchte genauso aussehen wie Ja. Scarlett Johansson. Kim Kardashian. Ja. Das ist ja, genau, da sitzen Stylisten Genau. 8 Stunden dran. Ja, nicht nur die. Nicht nur die wahrscheinlich, um das so hinzukriegen, Genau. definitiv. Ja. Richtig. Ja, du hast schon einiges erreicht, eigene Marke, eigenes Studio, einen Haufen Kunden, Schulungen, du bist weltweit unterwegs. Wo soll es noch hingehen? Boah. Machst du das dein Leben lang oder willst du sagen, erstmal Nail gucken wir mal? Design wird immer in meinem Leben bleiben, definitiv. Ob sich die Sparte ein bisschen verändert, dass ich weniger Kunden arbeite und hin und wieder mal für High-End-Kunden Nägel mache oder wie auch immer. Das wird sich herausstellen. Also erstmal bin ich hier zufrieden im Studio, ne, und mache das so lange es geht.
ne? Solange die Kunden die Nägel noch gemacht haben wollen von mir. Ja, das wird mit Sicherheit noch lange ja, gehen, ja, ja, ja. Da muss schon viel passieren, damit das nicht... Ich werde auf jeden Fall aktiver im Social-Media-Bereich und Instagram, TikTok. Und eventuell, wenn ich das mal hinkriege, mit deiner Hilfe vielleicht einen YouTube-Kanal. Ja, gerne. Aufbauen. Kann man auf jeden Fall, also du hast meine Nummer. Ja, definitiv. Meld dich. Also, ja, ja. Auf jeden Fall wollte ich das gerne in Zukunft mal angreifen und dann kann sich irgendwas entwickeln. Vielleicht nochmal ein Livestream oder sowas. Livestream wird auf jeden Fall definitiv auch kommen. Nach den, Herbstferien kommt ein Live für Nails Company tatsächlich. Okay, cool. Werde ich für Nails Company so ein bisschen live gehen, definitiv. Und dann ich werde auf jeden Fall zuschauen. Zwischendurch auch also wenn irgendjemand einen unqualifizierten Kommentar da lässt, dann bin ich das. Ja. Löschen. Löschen. Direkt sperren. Nein, alles gut. Würde ich mich freuen. Ja, cool auf jeden Fall. Also geht es bei dir noch voll ab und... Es ist immer Highlight. Man muss halt gucken, dass man auch irgendwann mal so die Kurve kriegt, dass man nicht nur im Studio sitzt, sondern auch mal ein bisschen runterfährt und... Ja, das Leben auch nochmal irgendwann genießt, ne? Das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Also meine Devise seit 18 Jahren, seitdem ich selbstständig bin, ist tatsächlich, lasst euch das gesagt sein, Freizeit ist unbezahlbar. Stimmt, Familie. Freizeit ist unbezahlbar, ob mit Familie oder ohne Familie. Klar, es gibt viele Momente, wo man viel arbeitet. Mhm. Man hat auch einen gewissen Umsatz, nachdem man arbeitet, definitiv. Nur, man darf sie nicht kaputt machen und Umsatz ist nicht alles im Leben oder Gewinn am Ende des Jahres. Man muss halt gucken, dass man alles unter einem Hut kriegt. Die Hälfte kriegt ihr das Finanzamt, also von daher. Das ist sowas, ja, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Gel, Acryl oder Polygel, was ist dir lieber? Gel, Acryl, Polygel. Ich bin der Nail-Designer. Ich bin der professionelle Typ, der hinter dem Tisch sitzt, ich entscheide. Okay. Wenn eine Kundin reinkommt, ich gucke mir die Naturnägel an und wenn die einen sehr befeuchteten Naturnagel hat, der sehr gut lebt, sage ich mal, die ist noch mittendrin im Leben, mit 20, Mitte 20, keine Ahnung, kommt es halt immer darauf an, wie ist die Beschaffenheit, hat sie Himmelfahrtsnägel, hat sie breite Nägel oder wie auch immer. Was wünscht sie? Kann ich darauf eingehen, ja oder nein? Mir ist egal, welches Produkt. Ich entscheide am Ende. Also du hast kein Liebling irgendwie? Nee, ich mache... Machst alles gut? Ich mache alles... Alles gut und gerne? Alles gut und gerne. Ich arbeite 50% Gel, 50% Acryl und ich habe eine Kundin, die arbeitet, weil die hat sehr lange Nägel und bei ihr hält besser Acrylic-Gel. Und das verarbeite ich bei ihr mit Glitzer, also ein Glitzer-Polygel, ja. Das ich habe, verarbeite ich bei ihr und ansonsten mache ich wirklich 50% Gel, 50% Acryl. Bei dem einen hält besser Acryl, bei dem anderen hält besser Gel. Kommt auf die Beschaffenheit an, die Arbeit, die die Kunden verrichten. Wie lang sind die Nägel? Wie oft wollen die zum Termin kommen? Alle 3 Wochen, alle 4 Wochen? Das sind so alles so Aspekte. Das spielt alles mit rein, ne? Das spielt alles mit rein, ne? Viel Wasser, nicht viel Wasser. Mach die Kundin Pakete auf, dann machst du besser Acryl. Friseurin oder? Friseurin zum Beispiel. Ja. Schablone oder Tipp? Immer Schablone. Immer? Ja. Aber du hast auch, habe ich gerade am eigenen Finger, wir haben auch noch einen TikTok gedreht, erfahren, du hast auch Full-Cover-Tipps, ne? Ja, ich verkaufe auch Full-Cover-Tipps. Diese Flexi-Tipps von Nails Company, die du halt mit deinem Repair-Base vorher, also Naturnagel vorbereitet, Repair-Base vorher gebondet, auftragen kannst und direkt verarbeiten, Farbe drauf, versiegeln, wie auch immer, wie du Bock hast. Kannst du natürlich auch machen, das ist für jemanden, der zu Hause schnell sich selber die Nägel machen möchte, ist es eine gute Alternative. Ich selber als professioneller Nail Designer arbeite natürlich mit Schablone meistens. Definitiv. Wenn du sagst, ey, aber Tipps gehen doch schneller, Enzo. Nein, nicht unbedingt. Nein, nee. Genau. Tipps dauert nicht schneller. Du musst halt nur wissen, wie du Schablonen klebst. Genau. Ja. Worauf musst du achten? Wenn du das gelernt hast, dann wirst du sowieso nur auf Schablone arbeiten. Weil in der Zeit, wo du den Tipp aussuchst, den Tipp klebst,
Zurechtfalls. Zurechtfalls, kürzt und so weiter. Ja. In der Zeit habe ich schon 2-3 Nägel modelliert mit einer Schablone. Mhm. So. Ja. Vor allem bei Fullcover geht es halt mega schnell. Ne? Also, ja. Oder generell Make-up-Gel, Camouflage-Gel. Mhm. Lieblingsnagelform? Absolut die Mandelform. Ja, auch meine. Absolut. Also kurze, eckige Nägel, also kurze Square-Nägel oder Squirrel, leicht angeschrägt nennt sich das. Das ist so zwischen Oval und Square. Genau noch kurz, sehen auch sehr schön aus. Kommt auch da wieder auf die Hand an, die da ist. Ja. Ne? Auf die Hand. Hat sie sehr breite Hände, breite Finger. Dann machst du natürlich eine gepinchte Mandelform. Machst du keine langen Nägel in Square. Kannst du auch machen. Wenn sie gepincht sind, ist das immer was anderes. Ja. Du kannst halt nicht immer durchgehend wegpinchen. Kann auch daneben gehen. Ja, du musst halt, wenn du Acryl arbeitest zum Beispiel und du hast den Naturnagel, musst du das Produkt komplett runternehmen. Kannst dann immer wieder den Naturnagel pinchen, damit er immer wieder schmal ist. Ne? Mhm. Dann kommt es noch an, hast du die Zeit im Studio? Haben die Kunden das Geld? Ja. Kommt auch noch dazu, weil es ist mehr Arbeit, kostet halt mehr. Mhm. Und darauf kommt es halt auch an. Ne? Aber im Endeffekt die Mandelform. Ja, ist auch mein Liebling. Sieht bei meiner Frau auch am besten aus. Also muss man wirklich sagen. Hast du eine spezielle Technik, die sonst keiner hat? Hast du ein Secret? Kommt zu mir auf die Schulung, ne? Ja, dann seht ihr es. Ich habe gesehen, du hast eine Pfeiltechnik, die hat sonst. Also sieht man sonst sehr selten. Ja, alle Schüler, die bei mir gelernt haben und alle Schüler weltweit, die bei mir gelernt haben und sehr viele Meisterschaften arbeiten und auch sehr viel gewonnen haben, was mich sehr, sehr stolz macht. Weil es ist nochmal ein anderer Aspekt, wenn ich da stehe auf dem ersten Platz oder deine Schülerin oder dein Schüler da oben steht auf dem ersten Platz. Das ist nochmal eine ganz andere Emotion. Ja. Voll geil. Ja. Auf jeden Fall. Meine Pfeiltechnik ist damals, wir reden jetzt von über 10 Jahre zurück, gang und gäbe, weil die Schüler in Deutschland die durchgehend weg auch gelernt haben. Mittlerweile kommen da ganz viele andere Pfeiltechniken und jeder zeigt das anders und so weiter. Für mich persönlich gibt es keine bessere Pfeiltechnik als die, die ich beibringe. Es sind 12 Steps und für Meisterschaften sind es sogar 16. Okay. Und also Pfeiltechnik, Modellieren. Ich habe immer gesagt, Acryl formst du mit dem Pinsel, Gel formst du mit der Feile. Stimmt, ja. Aber heutzutage kannst du natürlich auch Gel so formen, dass du wenig feilen musst oder schon die Richtung angezeigt bekommst. Mhm. Ja, zu den einzelnen Produkten, die Enzo verwendet, werden wir im nächsten Video drauf eingehen und gucken uns nochmal seinen Tisch an, womit er arbeitet, wie er arbeitet. Gerne. Gucken wir nochmal kurz seinen Shop hier an und werden wir alles mal genau inspizieren. Ja, sehr gerne. Da bin ich dabei. Ja, auf jeden Fall. Musst du auch. Lustige Geschichten mit Kunden muss ich natürlich auch noch fragen. Gibt es welche? Ja. Es gibt sehr, sehr viele. Kannst du eine erzählen? Soll ich jetzt speziell auf eine eingehen? Warte mal, welche geben wir denn ein? Eigentlich müsste man ein Buch schreiben. Ne? Eigentlich müsste man sich alles aufschreiben. Eigentlich müsste man alles aufschreiben und wirklich in so einen Blog packen oder ein Buch schreiben. Ja. Und man könnte also schon, merkt euch das. Schreibt euch alles lustig auf, was ihr jemals ist. Man könnte schon als Comedian auftreten, ja. Definitiv. Ja. So, da gibt es Geschichten. Eine kann ich mal schnell auspacken. Eine Kundin kommt. Kommt von der Arbeit. Bekommt Gel drauf, ist schon Jahre her und das Gel wurde sehr, sehr heiß. Ne? Mhm. Und die Kundin hat nicht Aua geschrien oder sonst irgendwas, die fing dann an halt so irgendwie immer dabei so zu stöhnen. So, ja, so. Und so, also das tat ihr weh, so, ne? Und die so, Und ich hab mich innerlich kaputt geschrien, weil ich habe mit meiner Mutter zusammen am Tisch, nicht am Tisch gesessen, so nach Feierabend und hab gesagt, eigentlich kannst du dir ja vorstellen, wie sie im Bett mit ihrem Mann Liebe macht, so einer Mutter. Und danach, wenn die Kundin da war, ich konnte nicht seitlich an meinem... Hat sie es jedes Mal gemacht? Immer. Okay. Immer.
Und habe immer, wenn das war, ich konnte nicht seitlich an der Kundin vorbeigucken, gegenüber war meine Mutter. Ich konnte die nicht angucken. Ich glaube, wir hätten geschrien und gelacht und wir wären unterm Tisch gefallen. Oder wenn eine Kundin... Kann man das richtig vorstellen. Ey. Wenn eine Kundin kommt und die ist so müde und du kannst sie nicht mal an einem Finger festhalten und du schläfst ein und kippt fast... Das hatte ich auch schon einmal, kippt fast vom Stuhl runter. Ja. Das sind natürlich so Dinge... Ich habe letztens bei Instagram gesehen, da hat eine ihren Tisch so modifiziert, dass die Kunden den Kopf hinlegen können und die dann die Hände so nimmt und in die Lampe rein und so. Es gibt ja schon irgendwie so, ne, so wo du als Kunde so liegen kannst. Ja, ne? Ja, okay. Aber so viel Platz hast du, glaube ich, auch nicht. Ne? Nee, also klar, viele Kunden haben das gesehen und haben gesagt, ey, das brauchst du? Ja. Ich sage, nee, das brauche ich nicht. Also du quatschst auch viel mit deinen Kunden, ne? und unterhältst dich mit denen. Ne? Ich unterhalte mich so viel, wie die Kundin möchte. Ja, genau. Ich quatsch die Kunden jetzt. Ja, die meisten wollen ja auch reden, ein bisschen. Okay. Ja. Also ich war ja auch der Psychologe der Kunden meistens. Ja. Das nimmt man ja auch nochmal mit nach Hause, ne? Ja, ich hab's mir abgewöhnt, sag ich. Okay. Im Kundenverkehr, wenn viele Kunden kommen oder so, irgendwie was viel zu privat zu erzählen. Mhm. Klar, zwischendurch bei den einen oder anderen Kunden oder wie auch immer, ne, die mich halt schon seit 15, 16 Jahren kennen, das ist was anderes. Mhm. Aber wenn du Kunden hast, du erzählst eine Story und diese Story erzählst du am Tag 6, 7 Kunden. Wie ist das Wetter heute? Ja. So ungefähr. Ne? So, und dann kommt nach 3, 4 Wochen wieder und dann musst du da ansetzen und musst jeder Kundin immer das Gleiche erzählen. Mhm. Da kannst du ja schon aufnehmen und immer auf Play drücken, damit du dann halt das Ganze erzählst. Ja, ja. Das mache ich weniger, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber so, wenn die Kundin kommt und gerne quatscht, dann quatsche ich natürlich auch gerne. Wenn die Kundin von der Arbeit kommt und einfach chillen möchte, entspannen möchte, es ist ja auch Wellness, ne? Richtig. Dann ist das so und dann quatschen wir nicht. Dann machen wir die Nägel, quatschen kurz, was es gibt, was für eine Farbe oder wie auch immer. Und dann wird das gemacht und dann ist okay. Ja. Ja, so muss man auch machen. So, ich werfe dir jetzt mal ein paar Wörter an den Kopf und du sagst mir das Erste, was dir dazu einfällt. Okay. Neider. Dann hast du was erreicht. Richtig. Nagelonkel. Nageltante. Findest du nicht schlimm? Nö. Nö, ich auch nicht. Gibt ja einige, die sagen, oh nee, den Ausdruck mag ich nicht, oder Nageltante, Nagelonkel, etc. Nö, ach, alles gut. Milena mag es zum Beispiel nicht, hat mal im letzten Interview auch gesagt. Sie sucht nach dem perfekten Bezeichnung? Wort dafür, ja. Nail Designer ist eigentlich immer noch so. Das also ich nehme, wenn ich mich irgendwo vorstelle auf einer Visitenkarte oder sonst irgendwas, hier an meiner Wand steht Nail Artist. Mhm. Also Nail Artist. Ne? Educator. Educator. Ja. Und jede Kundin, oder nicht jede, aber viele, so vom älteren Schlag oder so, ne, die sitzen dann da und lesen Nail Artist and Educator. Was heißt das, Vincenzo? Schüler, nicht Schüler, Ausbilder oder Lehrer, so Educator. Ja, ja, okay. Ja. Neues Wort gelernt. Richtig. Das erste Mal. Boah, Pfeile, nein, die Pfeile ist geflogen, so nach dem Motto. Ja, echt? Erste Mal beim Nägel machen, nein, nicht. Wer war denn das erste Modell? Deine Mutter oder? Nee, mein erstes Modell war tatsächlich von meiner Mutter, das erste Modell damals vor 35 Jahren, davon die Tochter, war mein erstes Modell, die heute noch als Kundin kam. Ja. Also die zieht dir das so durch? So ungefähr. Und dein Sohn wird wahrscheinlich dann... ja, mal schauen. Gucken wir mal. Sehr lange. Erste Mal Nägel machen war sehr lange. Okay. Ne, so 3, 4, 5 Stunden. Ich war betrunken. Du warst betrunken beim ersten Mal betrunken. Nägel. Junge. Ich hatte meiner Lehrerin spontan die Nägel gemacht, weil wir gerade lustig am Trinken waren. Und dann am nächsten Tag musste ich jeden Modell die Nägel machen. Oh, okay. Da habe ich anscheinend nichts falsch gemacht, großartig. Nö, wie man sieht, nicht. Ja, irgendwie schon. Ne? Sport. Kommt zu kurz. Familie. Passt unter dem Hut. Also passt du gerade unter dem Hut? Passt auf jeden Fall. Ne? Wächst noch mehr oder? Nee. Du meinst noch ein Baby? Ja.
Nee. Nee? Feierabend. Okay. Reicht. Schnipp, schnapp. Ja, so ungefähr. Nee, nee, zwei Kinder reichen. Ja. 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 Ja, bei mir reicht auch eins. Also es ist viel Arbeit, es ist ein 24-Stunden-Job. Eben. Du hast ja hier noch ein anderes Baby, ein sehr großes. Ne? Also ja, es muss alles so ein bisschen am Laufen gehalten werden und so weiter, definitiv. Ja. Ja, cool. Das soll es gewesen sein, du hast es hinter dich gebracht. Echt? Ja. So schlimm war es gar nicht. Wir quatschen gleich noch über deinen Tisch, also es kommt im nächsten Video auf jeden Fall. Und ja, abonnieren, sharen, teilen, liken, ihn abonnieren auf jeden Fall auch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.